Ich werde in letzter Zeit ständig gefragt, was hältst du denn oder was sagst du denn zu diesem Coronavirus? Und ehrlich gesagt, so langsam fängt das Thema an zu nerven, und zwar gehörig. Alle Leute gucken ständig, wo gibt es neue Horrormeldungen, wie viele Leute werden infiziert, wie viele werden sterben, wie gefährlich ist dieser Virus. Ständig tritt irgendjemand in den Medien auf und sagt, so und so hoch sind die Infektionsraten und das ist gefährlicher als dieser oder jener Virus und das ist fieser als die Grippe und so weiter. Aber wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, dann fängt das ehrlich gesagt bei den Basics an. Wenn ich morgens in der U-Bahn sitze und mich mal so ganz normal umgucke, dann sitzen da Leute, die die ganz normalen Kinderstube-Basics nicht beherrschen. Manchmal sagt man, halt die Hand vorm Mund beim Husten. Aber wenn ich die Hand vorm Mund halte und huste, dann bewirke ich genau das Gegenteil. Wenn ich nämlich mache, dann erzeuge ich hier ein Ventil, aus dem diese Bakterien oder dieser Keim, dieser Virus, noch weiter rausgepustet werden. Das ist schon mal falsch. Man hustet nicht so, sondern man hustet in die Ellenbeuge rein. Damit geht es schon mal los. Oder es gibt Leute, die niesen, indem sie so machen. Okay? Versucht mal so, die Hand unter den Wasserhahn zu halten und guck mal, wie das Wasser da rausläuft. Genauso läuft das auch vorne raus, wenn man da rein niest. Man niest nicht so, sondern man niest so in die Ellenbeuge, damit sich das nicht verteilt. Dann erzählen ganz viele, ja, ich brauche einen Mundschutz, ich bin jetzt nur mit Mundschutz unterwegs. Das ist auch Käse. Wenn ihr euch einen Mundschutz vors Gesicht haltet, dann ist der an der Seite offen. Und wenn ihr da reinhustet, dann fliegt das auch an der Seite raus. Und wenn da einer neben sitzt, dann habt ihr dem im Prinzip ins Gesicht gehustet. Also Basics, Leute. Wascht euch die Hände. Wenn man in der U-Bahn sitzt, dann macht man ganz oft, wenn man gerade kein Taschentuch zur Hand hat, macht man halt so. Und wenn man dann dem Nächsten die Hand gibt, dann hat man dem das weitergegeben, was man in der Nase hatte. Wascht euch die Hände. Benutzt Taschentücher. Basics. So gibt man dem Virus nicht weiter. Und lasst euch nicht kirre machen von diesen ganzen Horrorszenarien, wir werden sterben und Lockdown wie in Italien und so weiter. Leute, haltet euch an die Basics, das, was man als kleines Kind eigentlich lernt. Okay? Man hustet in die Ellenbeuge, man niest in die Ellenbeuge, man wäscht sich die Hände. Ja, wie wäscht sich die Hände? Das machen wir doch so und so. Nee, das sind genau die gleichen Leute, die, wenn sie im Restaurant auf Toilette gehen, sich hinterher nicht die Hände waschen. Und davon gibt es mehr, als man denkt. Das sehe ich auch immer wieder. Und die Leute, die in der U-Bahn sitzen und mit der einen Hand in der Tasche aufs Handy gucken und dann machen, das ist das, was dem Virus weitergibt. Nicht irgendwelche Horrorszenarien. Leute, haltet euch an die Basics. Das ist das. Und lasst euch nicht irre machen von diesen ganzen Horrorszenarien, die da draußen kursieren und so weiter. Und dann kriegen wir auch gemeinsam, das ist das, was wir alle zusammen tun können, um diesen Virus einzudämmen, damit er sich nicht verbreitet. Geht nicht in die Apotheke, wenn ihr euch krank fühlt und stellt euch vorne an den Counter. Guten Tag, ich fühle mich krank, ich habe Husten. Klar, dann habt ihr den angehustet, den Apotheker oder die Apothekerin. Zack, habt ihr infiziert. Haltet euch an die Basics. Das ist meine Message. Und nicht verrückt machen lassen durch irgendwelche Statements oder durch Pressekonferenzen und Hochrechnungen und all so ein Quatsch. Das ist die Message. So kriegen wir alle zusammen diesen Virus in den Griff. Okay? Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gut durch diesen etwas turbulenten Frühlingsauftakt kommt und haltet die Ohren steif. Ciao.